So eine andere Arbeitsweise, meine Damen und Herren. Wir werden ein Runde-Tafel-Gespräch organisieren. Und ich heiße die folgenden Gäste herzlich willkommen. Herr Bovens, der Stellvertreter der Königin, der jüdischen Königin in der Provinz Limburg. Das Herr Bovens, ist sehr schön, dass Sie heute Mittag hier sein kommen. Ich bekomme sogar hier zwei Mikrofone, das macht die Sache einfacher. Darf ich mit Ihnen anfangen? Wir sind heute hier, wir haben uns um die Zukunft der religiösen Lebensgemeinschaften beschäftigt. Hat es eine Zukunft? So ja, auf welche Art und Weise? Wir haben einige sehr schöne Beispiele gehört, die funktionieren. Und dadurch können wir vielleicht auch uns Inspiration daraus ziehen. Wo ist das Thema für die religiösen Lebensgemeinschaften für die Provinz Limburg wichtig? Mikrofon ist eingeschaltet. Also herzlichen Dank für die Einladung. Warum ist das wichtig, auch für die Provinz? Da müssen wir eigentlich zwei Sachen machen. Warum ist es wichtig, dass wir ein religiöses Leben haben, warum es Religion gibt? Was ist die Rolle der Religion auch bei dem Staat? Warum muss der Staat das wichtig finden? Und meiner Meinung nach finde ich, dass der Staat auch zu wenig sich Aufmerksamkeit der Religion gibt. Wir kommen aus einer Tradition, von einem reichen religiösen Leben. Die Tradition ist immer noch sehr wertvoll für viele Glaubensgemeinschaften. Das Leben, das reiche römische katholische Leben in Limburg bestimmt haben und das an weitergeben an Limburger. Und da ist natürlich wichtig, dass die Anwesenheit da ist, dass mehr ist zwischen, dass mehr im Leben ist und dass Beispiele gezeigt werden, wie man sein Leben gestalten kann. Wenn wir das wichtig finden als Staat, als öffentliche Behörden, dass die Leute aufeinander schauen, aufeinander achten. Und das muss nicht nur vom Staat her das gemacht wird, sondern auch Leute, die als Beispiele da sind. Ich habe also eine Nebenfunktion als Gouverneur der Provinz, aber ich bin auch dem Landesfonds für die katholischen Nöte. Wir schenken sehr viel Aufmerksamkeit der diagonalen Seite der Kirche und dann geht es natürlich über Klostergemeinschaften und das, was die erreichen und schaffen und dass diese Menschen präsent sind, die Klosterangehörigen. Und das ist in der Provinz Limburg noch ein vitales Leben und einen großen Beitrag leistet. Wir sind die einzige Provinz in den Niederlanden, die noch diagonale Arbeit unterstützt. Diakonisches Werk unterstützt. Und das finden wir sehr wichtig. Und ich hoffe, dass die Gemeinschaften dadurch noch lange bestehen bleiben und auch neue Gemeinschaften entstehen und ihre Botschaft in der Gesellschaft verbreiten können. Die Gesellschaft braucht das. Ich denke, dass viele Anwesende hiermit einverstanden sind, vor allen Dingen mit den Werten, die übertragen werden, dass das wirklich notwendig ist, vor allen Dingen in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie innerhalb dieses Rahmens das auch finanziell unterstützen? Es gibt häufig ein Missverständnis, dass Staat und Religion getrennt sein müssen, dass keine finanzielle Verbindung da sein muss. Natürlich von der Religionsarbeit muss der Staat sich nicht einmischen, so haben wir den Staat eingerichtet. Aber das heißt nicht, dass das, was Kirchen oder Religionsgemeinschaft tun, dass das wertvoll ist. Also auch was wir auch als wertvoll ansehen, dass wir es auch unterstützen aufgrund dieser Sache. Und zumindest keine Hindernisse aufbauen. Ich denke, dass wir in den Niederlanden sind wir vielleicht zu weit in der Diskussion zwischen Staat und Kirche. So von wegen, dass der Staat sich nicht damit einmischen darf. Vielleicht hat das damit zu tun, dass wir ein bisschen ängstlich geworden sind, weil auch andere Gemeinschaften da sind, andere religiöse Gemeinschaften sind. Und man schmeißt ein bisschen oder schüttet das Kind mit dem Badewasser aus, wenn man so auf diese Weise dabei ist.
Für uns ist wichtig, dass Leute aufeinander achten. Das ist eben halt was, das darf die, der Staat unterstützen. Es ist natürlich auch ein kulturelles Erbe. Das ist auch wichtig natürlich. Ich glaube, die Provinz Limburg unterstützt ungefähr 40% der Kirchengebäude. Die werden auf eine oder andere Art und Weise unterstützt, entweder mit einem Denkmalschutzgeld, das gilt auch für Klöster. Aber das ist nicht das Einzige, das kulturelle Erbe ist schön, aber es muss ein lebendes Erbe sein, Kulturerbe. Es darf nicht einfach nur Denkmalschutz sein. Wenn ein Gebäude, wenn eine Gemeinschaft ein Gebäude dort einzieht und mit Leben füllt, dann ist es ein Gewinn für alle. Aber das ist nicht unbedingt der Grund, um etwas zu unterstützen finanziell, also Subventionen zu geben. Die andere ist beispielsweise die Armutsbekämpfung, also auch die diakonische Arbeit. Also ich finde, die Diakonie ist die Rettung der Kirche. Ich komme selber aus dem kirchlichen Hintergrund, Kirchenfamilie, katholisch. Das ist die einzige, also wenn die diakonale Arbeit nicht mehr sichtbar ist, dann verliert die Kirche die Religion in Verbindung mit der Gesellschaft. Klostergemeinschaften, Lebensgemeinschaften, die aufgrund einer bestimmten Inspiration in der Gesellschaft tätig sind, das darf auch kontemplativ sein. Machen aber dadurch, wird die Gesellschaft insgesamt reicher und besser, menschlicher. Das ist aber nicht selbstverständlich, dass die Öffentlichkeit, dass der Staat das nicht immer unterstützt. Wir hatten einen großen Zustrom der Flüchtlinge gehabt mit Syrien. Wendet sich der Staat auch immer noch an die Kirche, an Lebensgemeinschaften, um zu helfen, aber andererseits wird dann wieder etwas geschlossen, wo Flüchtlinge aufgefangen worden sind. Also der Staat hat Schwierigkeiten, kämpft immer noch so mit Kirchen, Religionsgemeinschaften, und ich habe das Gefühl, dass wir in Limburg viel entspannter damit umgehen. Ich möchte natürlich jetzt nicht hier zeigen, wir sind die schönste, wir sind natürlich die beste Provinz der Niederlande, schönste, aber ich will nicht angeben. Aber ich glaube, unser Verhältnis zwischen uns und der Kirche ist deutlich. Achso, kennen Sie das? Nein, tut mir leid, ich komme nicht aus Limburg, also da kommt keine Gegenstimme jetzt. Ich danke Ihnen. Ich möchte Sie auch gerne einladen, um noch mitzureden, auch zu reagieren auf das, was jemand anders hier in der Runde sagt. Möchte jemand hier noch auf diese Worte des Vertreters der Königin in der Provinz Limburg reagieren? Nein? Dann gehe ich zu Ihrem linken Tischnachbarn, Monseigneur Polycarpus. Herzlich willkommen. Sie sind schon den ganzen Tag hier anwesend. Ich bin neugierig danach, welche Aspekte Sie heute, die wir heute besprochen haben, wieder erkennen innerhalb Ihrer syrisch-orthodoxen Gemeinschaft. Ja, herzlichen Dank. Ich werde euch in Aramäisch begrüßen und segnen. Shlomo. Ich habe gemerkt, die Zeichen der Zeit zu lesen und zu interpretieren, das habe ich gelernt. Oder habe ich gemerkt, wir haben verschiedene Sprecher gehört, die sprachen über das Hineinwachsen in die Kultur, über die dynamischen Aspekte, über die Tradition, Veränderung, das ist zentral, steht im Leben. Ich habe gemerkt, dass wenn wir uns anschauen, wenn wir uns das Erbe der frühen Christenheit uns anschauen, dann hat die Kirche von der frühen Christengemeinde ein dreifaches Erbe empfangen. Nicht nur die des Lateinischen und auch des griechischen Osten, also vom lateinischen Westen und griechischen Osten, sondern auch die
das Erbe des syrischen Orients. Jede Tradition hat eigene Kennzeichen, Merkmale. Wenn wir uns die syrische Tradition anschauen, dann ist sie in der semitischen, biblischen verankert und die semitische dann, die Sprache ist aramäisch, das ist die Sprache von Jesus, Jesu Sprache. Poesie ist in der syrischen Tradition zentral und nicht die Prosa. Da es eine relevantere Form ist, um das Mysterium Gottes und des Glaubens zu erklären. Und wir haben auch sehr starke klösterliche Traditionen. Die Tradition der Söhne und Töchter des Verbundes. Und das war sehr bekannt in der syrischen Tradition, in Syrien, Palästina auch, und die Väter und Mütter aus Ägypten. Und wir sehen, dass die Mönche und Nonnen waren die Nachfolger der Märtyrer. Als der christliche Glaube im Römischen Reich bekannt wurde, sieht man, dass die spirituellen Märtyrer, die waren dann die Nonnen und die Mönche, kamen aus diesem Märtyrertum heraus. Das sind die Anhänger. Im Westen sind die verschiedenen christlichen Traditionen nicht als, wie soll ich sagen, dass man sie nicht gegeneinander setzt, sondern einander zu ergänzen. Das hat man im Westen halt etwas vergessen. Und für uns ist die Herausforderung im Westen, wie kann die syrische Tradition in die europäische westlichen Kontext sich einordnen, um es relevant zu machen für diese Generation, für die nächste Generation und für die westlichen Brüder und Schwestern. Und das bedeutet mehr intra-religiöser Dialog, mehr Gedankenaustausch, voneinander lernen. Oder wie sehen Sie das? Als Pilger. Pilger brauchen Menschen, die ein stabiles Leben führen. Die Pilger sind auf der Wanderschaft, auf einer Reise. Sie müssen jemanden haben, der sie empfängt. Und der sie gastfrei aufnimmt, sodass die Pilger und die Leute, die ein stabiles Leben führen, dass sie ihre Geschichten austauschen können miteinander. Und durch Gastfreiheit werden die Menschen mit einem stabilen Leben, können die Geschichten der Pilger anhören, aufnehmen und für Reichtum und Gnade für beide Seiten wieder zurückgeben können. Also deswegen ist es sehr wichtig, dass wir einen Dialog haben mit verschiedenen kirchlichen Traditionen, das heißt lateinisch Westen, syrischer Orient und orthodoxer Osten. Und das ist wichtig durch diese Begegnung, dass wir Gott und einander erkennen. Gibt es das in den Niederlanden? Wird dieser Dialog aktiv geführt? Ja. Die ersten Schriften sind schon da. Es geht um in diesem Falle die Manuskripte, die aus dem Osten stammen, haben ihren Weg zur Vatikanischen Bibliothek gefunden, zur britischen Bibliothek und nach Louvain, nach Löwen, Frankreich. Und diese Manuskripte waren sehr wichtig für die syrische und die orientalischen Studien im Westen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die syrischen Mönche und Nonnen waren diejenigen, die historischen Griechentexte nach Aramäische übersetzt haben und vom Syrisch dann und von Syrisch nach Arabien und durch die Arabern nach Andalusien gekommen sind, auf die Weise nach Europa gelangt sind. Und das bedeutet, dass wir diese Manuskripte entdecken, nicht nur die Manuskripte, sondern die
Besitzer, die Eigentümer dieser Manuskripte. Und durch diese Manuskripte, die über verschiedene Themen geschrieben wurden, Philosophie, Poesie, Geografie und andere Themen, dadurch können wir unsere Gemeinschaft verreichern, bereichern und einen guten Weg zur Zukunft einschlagen. Wenn man sich mal so anguckt, das ist mehr die theologische Seite der Geschichte, aber wenn es um die seelsorgerische Seite geht, das ist Ihre Jugend beispielsweise, sehen Sie dann auch etwas Vergleichbares, was wir im Western und vor allen Dingen im Western, die Niederlande sind ein sehr schnell säkularisiertes Land, verweltlichtes Land, viele Leute sind aus der Kirche ausgetreten. Es kommt wieder etwas zurück. Wir haben einige Beispiele gehört. Sehen Sie die gleiche Tendenz? Ja, natürlich. Wenn wir die Säkularisierung sehen, haben wir eine andere Bedeutung für uns. Das säkuläre Leben, das weltliche Leben ist positiv und nicht negativ. Wir waren im Mittleren Osten, im Nahen Osten und unsere Menschen kamen aus einer anderen Kultur und der Säkularismus gibt uns die Freiheit, um unsere Religion zu leben, unseren Glauben zu leben. Und säkuläre Leben ermöglicht es uns, unseren Glauben festzuhalten, an unserem Glauben festzuhalten und wirklich auch zu leben, unseren Glauben. Das bedeutet, dass die Herausforderung des Lebens sehr wichtig ist für unsere Entwicklung. Und für die syrische Menschen, die Kirche, die Familien, ist es sehr wichtig. Es ist ein Hafen für die Gläubigen. Also die Kirche spielt eine ganz große Rolle im Leben der Gläubigen, der Menschen. Und die Jüngeren sind mit der Kirche verbunden, also relativ gesprochen, also mehr als in ihre westlichen Altersgenossen. Aber die Modernität hat natürlich auch bedeutet, hat zu einer Herausforderung geführt für die syrische Gemeinschaft. Wir sind eine kleine Gemeinschaft, aber wir müssen mit unseren westlichen Schwestern und Brüdern, Protestanten und Katholiken, müssen wir versuchen, wie können wir die christliche Tradition verstärken. Und wir haben verschiedene Merkmale, die uns auszeichnen. Wir haben verschiedene Reichtümer. Wenn wir den syrischen Orient sehen, den semitischen Orient, das ist sehr wichtig. Das ist anders als die anderen christlichen Traditionen zu bereichern. Aber ich glaube, dass durch die Gastfreiheit beispielsweise im Königreich der Niederlande die syrisch-orthodoxe Gläubigen und Kirche haben sehr viel, haben sich selbst finden können. Beispielsweise gab es Gastfamilien der römischen und Protestanten. Katholische Gastfamilien haben syrische Gläubige aufgenommen. Und wir merken, dass die Kinder, sie haben sich verwurzelt in der westlichen Kultur, aber haben auch ihre syrische Kultur bewahrt. Und das gibt uns, lässt uns hoffen, dass die Zukunft doch wirklich besser aussieht, als wir es gedacht haben. Herzlichen Dank. Herr Hönecker, ich bin wohl gespannt, ob Sie das auch so sehen, dass Sie auch der Meinung sind, dass wir die christliche Tradition verstärken müssen, so wie gesagt wird, um die internen Unterschiede und Strömungen mehr miteinander in Dialog zu bringen. Ist das etwas, was für die Zukunft gut wäre? Ich finde es eine schwierige Frage, die Sie mir da stellen. Ich komme mehr von den Basisgemeinden. Wir arbeiten mit Obdachlosen,
von Leuten, die auf der Straße leben und die versuchen, wieder ins normale Leben sich einzugliedern. Ich glaube, die Stärke der Kirche, der religiösen Gemeinschaften, der Kernkirchengemeinschaften, um so nah wie möglich bei den Menschen zu sein. Und vor allen Dingen bei den Menschen, die es wirklich brauchen. Und dann macht es eigentlich überhaupt nicht aus, aus welcher Richtung man kommt, welchen Hintergrund man hat, ob man katholisch, protestantisch ist, syrisch. Also einfach Liebe, gegenseitiges Verständnis entwickeln. Und das ist, glaube ich, der Kern unserer Geschichte. Und das ist, mehr möchte ich da eigentlich nicht drüber sagen. Ist das nicht vielleicht auch sehr niederländisch? Ich sage es mal einfach so. Da sind natürlich hier Leute, Menschen, die einen syrisch-orthodoxen Hintergrund haben, Migranten, Flüchtlinge vielleicht, vor allen Dingen mit dem Krieg und all den Flüchtlingen, die wir hier bei uns, nicht alle Flüchtlinge, aber ich meine mehr Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Ist es dann nicht sehr wichtig, um die unterschiedlichen religiösen Hintergründe gut im Blickfeld zu haben? Ich möchte das nicht ausschließen. Ich fällt unter dem, was ich gerade gesagt habe. Du musst miteinander eine Verbindung aufbauen, Verbundenheit schaffen. Und da gehört dazu, dass man unterschiedliche oder schaut, von was ist der Kern vom Menschsein und was ist das der Kern, was können wir voneinander, wie können wir einander helfen. Ich bin von der Emmaus-Bewegung und für uns gibt es keinen Unterschied, woher kommt, welche Rasse, welche Kultur, welche anderen Sachen. Also wir wollen immer offen sein für die Kultur des anderen, für die Religion der anderen und bereit zu sein, zu lernen und zuzuhören, um einander zu bereichern. Und das ist kein Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe. Darf ich etwas anders sagen? Gut. Vielleicht kurz Ihr Name und wie Sie herkommen. Ich bin Barbara Mertens, ich komme aus Flandern, wie Sie hören können. Ich wohne in Wasmünster in der Nähe der Rosenberg-Abtei, eine Abtei, die immer noch sehr danach sucht, wie sie ihr Leben füllen können. Ich möchte kurz darauf reagieren. Ich habe selber auch eine Suche hinter mir, nicht nur intrareligiös, sondern auch interreligiös vom Islam zurück. Ich war nie wirklich Muslima, aber ich hatte Kontakte mit Moslems, dass ich dann auch wieder das Christentum gesucht habe, zum Beispiel. Also ich glaube, dass zurückzukommen zu dieser christlichen Quelle, das ist in Syrien passiert tatsächlich. Und ich möchte kurz darauf reagieren. In dem Kloster, wo ich war in Syrien, war eine ökumenische Gemeinschaft, also Mitglieder der verschiedenen syrischen Kirchen, aber auch europäischer Kirchen zusammen und dann auch gerichtet auf den Islam. Also man hatte wirklich intrareligiöses Leben. Als suchende Jugendliche traue ich mich das nach heute eigentlich kaum zu sagen. Ich habe gesehen, dass die Landschaft ist so reich. Es gibt so viele tolle, starke, hoffnungsvolle Initiativen. Es ist wirklich ein hoffnungsvoller Tag heute. Aber ich habe bei meiner eigenen Suche wirklich auch buchstäblich in der Wüste mich befunden. Aber auch hier im eigenen Land habe ich mich gefühlt wie in der Wüste. Ich bin christlich erzogen. Ich wurde getauft. Meine Eltern machen aber eigentlich nichts mehr mit der Kirche. Ich habe mich dann selber auf die Suche gemacht und ich spüre bei mir, dass da wirklich auch was Interreligiöses, Intrareligiöses passiert ist. Ich finde das sehr bereichernd. Das ist vielleicht irgendwie typisch für meine Generation, dass man gleich mit einer Diversität konfrontiert wird. Meine Verankerung hat auch verschiedene Niveaus. Ich hatte einen kleinen Tisch. Ich musste da gleich drei Bewegungen vorstellen, denn das sind diese drei Bewegungen, die mich zu dieser Quelle bringen. Das ist sehr wichtig, vor allem in dieser Zeit, in der wir mit weniger sind. Je mehr man zusammenarbeitet, je mehr man sich vereint, desto größer wird das Gefühl der Verbundenheit, zu einer Minderheit zu gehören. Inter- und intrareligiöser Dialog, darf ich? Wie Sie, gibt's, ja.
Ja. Wie Sie darüber denken. Also, und wer Sie sind, bitte. Genau, mein Name ist Erika Schweizer und ich bin Äbtissin im Klosterstift Heiligen Grabe als Pastorin eigentlich der Evangelischen Landeskirche von Westfalen, entsandt auf dieses Amt und auch noch nicht so lange, jetzt im vierten Jahr. Und bei uns spielt interreligiös erstmal schwerpunktmäßig der jüdisch-christliche Dialog eine große Rolle. Wir haben also regelmäßig, was ja auch hier in Niederlanden eigentlich fußt, dieses jüdisch-christliche Lehrhaus, ganz stark in die Richtung mit dem Rabbiner Andreas Nachama aus Berlin und der Zuständigen für Erinnerungskultur, Entschuldigung, Frau Gardey, Marion Gardey von der EGPO. Das sind richtig intensive Nachmittage und uns ist es so wesentlich, weil natürlich unsere Ursprungslegende auch eine antijüdische ist, Hostien, Frevel, Hostien, Diebstahl und so weiter, also wie in vielen alten Kirchen, und das ist uns sehr wesentlich. Wir sind noch nicht so in den muslimischen Dialog eingetreten, aber ich würde gerne so die Spur aufnehmen. Es wird ja jetzt das House of One in Berlin, ist auf dem Weg. Können Sie noch ein paar Worte dazu sagen? Vielleicht nicht jeder kennt. Also das House of One ist, wenn ich das richtig weiß, ist die Grundsteinlegung erfolgt und der erste Spatenstich oder so ist dann jetzt im April nächsten Jahres und ist der Wunsch, ein Zentrum zu bilden, wo alle drei Religionen ihre Orte haben, in ein und demselben Haus und zugleich ein gemeinsamer Gebetsort auch ist. So, also das finde ich eine sehr wunderbare Geschichte und auch an einem ganz alten Ort in Berlin, wo ursprünglich die Petrikirche mal gestanden hat. Also ich bin keine Brandenburgerin, keine Berlinerin, ich komme da auch erst so nach und nach ein bisschen rein. Und denken Sie, dass das eigentlich im Moment mit die Zukunftsaufgabe sein könnte, auch mit der Kloster, mit für eine evangelische Akademie, also in ein gemeinsamer ökumenischer Auftrag? Also ich denke, dass es auf jeden Fall ein wichtiger Schwerpunkt ist, auch dann nochmal im Blick auf das ganze Thema von Umwelt und so. Also ich denke manchmal, wir werden noch vor ganz, oder was heißt ich denke, man erlebt das ja vor ganz andere Herausforderungen gestellt, wo die Spiritualität was Wesentliches ist, aber wo wir nochmal gemeinsam ganz anders reagieren müssen, solidarisch und vernünftig und beherzt und ja, mit dieser Kraft, die jetzt auch von den Jugendlichen kommt. Ich glaube, dass das auch was sehr Wesentliches ist. Und können Sie da noch was zu sagen, die Kraft, die von den Jugendlichen kommt, was meinen Sie damit? Nun ja, also die große Sorge und der Ernst und die Bestimmtheit, mit der die Jugendlichen uns sozusagen nochmal ganz anders mitnehmen, ist ja nicht so, als ob wir uns jetzt nicht auch sehen und wahrnehmen, aber nochmal ganz anders mitnehmen, in diese Richtung wirklich zu gucken. In Münster war viel Zusammenarbeit, also ich komme ursprünglich aus Münster, mit dem Institut für Theologische Zoologie, einzigartig in Deutschland. Und das habe ich auch versucht, ein bisschen rüberzuholen ins Kloster unter der Thematik Ethik des Lebendigen. So, dass da diese Themen auch bleiben, und wir haben auch eigene Nöte, was Straßenbau angeht und so, wo wir uns auch als Kloster positionieren müssen. Darf ich noch mal ganz kurz zur Jugend gehen? Herr Kentigert? Erkennen Sie das, diese Notwendigkeit oder eigentlich die Selbstverständlichkeit, für mein Gefühl, dass die Jugend innerhalb von Religion und Sinngebung schon viel einfacher eine Diversität mitnimmt als die ältere Generation, die häufig noch in einer monochristlichen oder wie auch immer, welchem Kontext auch immer, aufgewachsen ist. Ja, das sehe ich. Ich muss Ihnen schon sagen, ich bin selbst in einem kleinen flämischen Dorf aufgewachsen, sehr homogen. Aber wenn man dann studiert in einer Stadt, sieht man die Pluralität, das ist eigentlich die Norm geworden. Das ist der Ausgangspunkt. Wenn ich jetzt anschaue, wie ich jetzt lebe, auf der einen Seite
haben wir Gleichgesinnte in der franziskanischen Bewegung in Flandern, aber sehr viel Austausch ist auch spontan mit Muslimen, denen ich dann begegne. Also für mich ist das eigentlich ganz selbstverständlich, dass wir zusammenarbeiten innerhalb des Christentums mit verschiedenen Gruppen, aber auch mit Andersgläubigen. Wenn ich an dieses Reich Gottes denke, dann ist es für mich wichtig zu wissen, wie sehen Sie das? Was ist Ihr Bild? Wie stellen Sie sich das vor? Und wie wollen Sie dahin geraten? Und wie können wir zusammen dahin kommen? Also für mich ist das selbstverständlich, dass man das zusammen macht. In Limburg ist da schon was zu sehen von dieser Zukunftsvision. Ja, es gibt Bewegungen, ökumenische Bewegungen, die zusammenarbeiten, Bewegungen, die interreligiös tätig sind. Aber da geht es auch um ganz praktische Dinge. Wir haben einige Gemeinschaften, die Emmaus-Bewegung, die sich um Obdachlose kümmert. Aber wir haben sie auch in der Tradition selbst, innerhalb der katholischen Kirche, die Papst Franziskus-Gruppen, die auch verschiedene Projekte betreuen, inspiriert vom derzeitigen Papst. Es ist tatsächlich so, dass die Jugend heutzutage sehr offen ist, auch für andere Religionen, und sie suchen nach den Werten, die uns verbinden, und nicht nach Werten, die uns unterscheiden. Das ist sicherlich so. Alles, was mit Umweltschutz zu tun hat, mit dem Klimawandel zu tun hat, dann suchen sie danach. Auf der anderen Seite bedeutet das nicht, dass der Wert einer Tradition deswegen weniger wert ist oder dass man dann eine Entscheidung treffen muss und sagen muss, okay, diese Tradition ist es. Man darf ruhig auch von Tradition zu Tradition wechseln, aber die Traditionen selbst haben einen innerlichen Wert in sich, und dieser Wert ist es auch wert, weitergegeben zu werden. Aber das bekommt erst Bedeutung, wenn es im Alltag für Menschen, die nicht suchend sind, also ich muss jetzt auch zugeben, wir sprechen hier mit 150 Personen darüber, in den Niederlanden und in Deutschland machen das möglicherweise 2 Millionen, aber 80 Millionen leben und arbeiten und sind aktiv in der Gesellschaft und machen Dinge, ohne sich den ganzen Tag mit der Suche nach Gott und dem Himmel zu befassen. Also ich suche doch auch immer die Verbindung mit der Gesellschaft, Menschen im Alltag, in den Büros, in den Fabriken, in den Vereinen, in den Schulen, in den Universitäten, die da aktiv sind. Und auch diese Menschen brauchen Sinngebung. Und diese Menschen brauchen einen Wert in ihrem Leben, um etwas zu tun in der Gesellschaft. 60% derjenigen, die ehrenamtlich tätig sind in Limburg, sind verbunden mit einer Kirchgemeinde oder irgendwas Religiösem. Also das bedeutet, dass man aufpassen muss, wenn es die Religion nicht mehr gibt, wenn die Tradition nicht mehr als Quelle genommen werden können. Wo kommen die Ehrenamtlichen dann in 20, 30 Jahren her? Ich sage nicht, dass es dann kein Ehrenamt mehr gibt, aber es ist sicherlich wichtig, diese Werte immer wieder miteinander zu verbinden. Es geht darum, dass die ehrenamtlichen Tätigkeiten auch gemacht werden, dass Leute sich kümmern um andere. Aber dann kommen wir auch dahin, sagen, dass es unbezahlte Arbeit ist, und junge Menschen, die jetzt sich selbstständig machen müssen, weil sie keine Arbeit mehr bekommen, die gestresst sind dadurch, weil sie gucken müssen, wie können wir unser Geld verdienen, oder gibt es Arbeitslosenhilfe, muss man da nicht auch gucken, ob es Möglichkeiten gibt, die Jugendlichen dafür zu bezahlen? Ja, das ist die wirtschaftliche Seite natürlich. Aber in dieser westlichen Gesellschaft, Deutschland, Niederlande, Belgien, haben wir den Versorgungsstaat miteinander aufgebaut. Das kostet sehr viel Geld. Natürlich ist immer noch mehr möglich. Es gibt, kann man noch auch weitere Tätigkeiten bezahlen. Aber wir haben de facto ein Basiseinkommen in unseren Ländern. Jeder hat das Recht auf ein Bett und auf Brot.
Aber es gibt natürlich immer viele, die eigentlich lieber dafür bezahlt werden wollen. Aber es gibt auch sehr viele reiche Menschen, auch Organisationen, Unternehmen, die sich gesellschaftlich engagieren. Und die machen das einfach so. Wir sehen aber auch, dass die Armut wächst, dass die Kirchen da unterstützen. Das hat aber mit dem Bild des Menschen zu tun, des Staates. Wenn der Staat davon ausgeht, dass der Mensch für sich selbst sorgen kann und auch seinen eigenen Lebensunterhalt verdienen kann und nicht davon ausgeht, dass der Mensch ein verletzliches Wesen ist und vielleicht auch in Probleme geraten kann, dann bekommen wir die Situation, wie wir sie jetzt haben. Ich finde, der Staat muss sich auch darum kümmern, dass der Mensch oder das Bild des Menschen nicht so perfekt ist. Ist das eine Kritik des neoliberalen Kurses? Ja, ich bin neutral als Gouverneur. Ich werde jetzt dazu nichts sagen, aber lesen Sie meine Reden, dann wissen Sie, wie ich darüber denke. Ja, ich bin nicht so zu Hause in Limburg, aber das werde ich machen. Ja, ich glaube, Sie können das durchaus als Kritik sehen. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Obdachlosigkeit in den Niederlanden verdoppelt. Also ein deutlicheres Signal kann man nicht sehen. Ich denke nicht, was wir in dieser Hinsicht auf dem richtigen Weg sind. Der Staat geht viel zu sehr davon aus, dass jeder sich selbst helfen kann. Wir erfahren jeden Tag aufs Neue, dass die Gesetzgebung, wie man Sozialhilfe beantragt, eine bürokratische Hürde ist, die schwierig ist, vor allem für diejenigen, die möglicherweise nicht so eine hohe Schulbildung haben. Und da gibt es wirklich noch viel Arbeit. Ich denke, es ist wichtig, egal aus welcher Motivation sie handeln, aus religiöser oder menschlicher Motivation, wenn man sich auf seinen Mitmenschen konzentriert, wenn man eine Gesellschaft möchte, wo alle gut mit Grundbedürfnissen, die Grundbedürfnisse für alle erfüllt sind, dann müssen wir tatsächlich unsere Gemeinsamkeiten suchen. Denn ich denke, die Gemeinsamkeiten sind sehr viel größer als alle Unterschiede. Natürlich kann man seine Tradition pflegen und seine Arbeitsweise, aber richten Sie sich vor allem darauf, was uns verbindet. Eine konkrete Empfehlung. Welche Empfehlung haben Sie? Von den Kirchen, aus deiner Überzeugung, du sagst, das kann man jetzt allgemein sagen, aber damit kommt noch keine Veränderung zustande. Was ist eine konkrete Aktion, von der wir sagen, das sollten wir gemeinsam tun? Vielleicht, Sie können auch kurz drüber nachdenken, dann gehe ich weiter. Vielleicht zu diesem Thema, wie die Kirchen. Da vielleicht auch diese Armut mitnehmen in ihren Ansätzen oder in ihren Fragen. Die Flüchtlingsproblematik ist natürlich in Deutschland sehr stark da. Die Niederlande finden schon, dass sie so viele Flüchtlinge haben, aber wenn wir das vergleichen mit Deutschland, ist das natürlich niente. Ich meine, kaum. Also ich habe eben zweierlei gedacht, als Sie noch redeten. Ich habe vorher 7 Jahre in der Psychiatrie als Seelsorgerin gearbeitet und da sind die Dinge, glaube ich, sehr ähnlich liegend. Und dieses so nah dran sein wie möglich und einfach mitkriegen und reagieren und mitnehmen und auch das Gemeinsame merken. Also ich habe das dann sowohl in Andachten als aber auch in Gesprächskreisen über durchaus literarische Texte gemerkt, wie existenziell die dann dabei sind und wie man merkt, wie man gemeinsam ist. Und das andere ist, dass mich heute Morgen sehr angesprochen hat, dieses Hineinnehmen am Rand stehender. Das war dieses Beispiel, wo Paare zusammenziehen und noch unmündige junge Frauen die ein Kind allein großziehen, mit hineinnehmen. Das kam, glaube ich, von Ihnen. Ich gucke zu Ihnen rüber, aber er guckt auf den Schirm. Ich habe die Namen nicht so schnell bereit irgendwie. Und wir selbst sind an der Stelle, also haben wir auch noch was zu tun, würde ich mal sagen. Wir haben einige Flüchtlingsfamilien bei uns. Wir haben dann also sehr schnell Wohnungen auch eingerichtet. Aber Sie können natürlich auf dem Klostergelände auch das nur begrenzt machen. Mhm. Ne? Es muss dann auch stimmig sein und bleiben. Wir mussten eine Flüchtlingsfamilie auch nach knapp ein Jahr wieder wegschicken, weil da einfach eine Unruhe entstand insgesamt, die nicht in Balance zu bringen war mit denen, die dann als Besuchende kommen. Ja. Ne? Das ist ganz klar. Ja, vielleicht noch, Michri noch, Efe. Vielleicht noch zu Ihnen. Wie sieht das
in Ihrer Gemeinschaft aus? Sie haben viel mit Flüchtlingen zu tun, die kommen, sind eine Anlaufstelle. Die Frage ist, wie werden Sie innerhalb der niederländischen Gesellschaft gesehen und geworfen? Die syrische Gemeinschaft ist integriert in die niederländische Gesellschaft und der europäischen Gesellschaft. Die jüdisch-christliche Tradition von Europa gibt ihnen die Gastfreiheit, um zu integrieren. Die sehr große Gruppe der Christen im Nahen Osten, die dort verfolgt werden, sehen diese Gäste als Erlösung für sie. Und aus dieser Perspektive haben sie die Brücken hinter sich verbrannt. Der Westen ist ihr zweite Heimat geworden. Und ich glaube, durch Zusammenkommen und Gastfreiheit lernen wir uns besser kennen. Wenn wir die Immigration anschauen, ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Möglichkeit, aus christlicher Perspektive östliche und westliche Christen, dass sie einander begegnen und miteinander den christlichen Glauben zu verstärken, aber auch durch unser Gespräch, unser Gedankenaustausch aus einer anderen Kultur, andere Sprache, eine andere Religion, wenn wir uns damit austauschen, erkennen wir uns selber. Nicht nur uns selbst, sondern auch Gott erkennen wir dadurch. Dies ist aus der philosophischen Sichtweise, durch die Gastfreiheit entdecken wir den anderen. Und mit den großen Augen. Und deshalb geht es auch über die Perspektive, die Haltung der Menschen. Beispielsweise gibt es einen Dialog in der syrischen Tradition aus dem 4. Jahrhundert, die war zwischen den Synagogen und der Kirche. Die Kirche sagte zur Synagoge: Warum müssen wir kämpfen? Es ist Platz genug für uns beide, um nebeneinander zu existieren. Und das bedeutet, die Haltung ist sehr wichtig für die Menschen. Wenn man gastlich füreinander ist, dann können wir die Gnade und das Gottesgeschenk und die Gaben können wir miteinander teilen und auf diese Weise wachsen in unserem Leben. Ich möchte das gern als Abschlusswort sehen von dieser Runde. Wir haben hier noch, dann können wir noch miteinander gut enden. Wir haben noch jetzt auch eine kleine Zusammenfassung oder beziehungsweise, was fand jemand jetzt noch sehr wichtig für heute? Das war eine sehr wertvolle Ergänzung und ich möchte Sie herzlich danken für dieses Gespräch.